Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Ringside Gym Krafttraining. Genau, heute zeige ich euch Übungen, die ihr draußen machen könnt auf dem Spielplatz. Und wir haben, glaube ich, 4 Übungen, wenn ich mich nicht ganz verschätzt habe, aber ich erkläre es euch mal. Genau, wir machen jede Übung, wie gesagt, wieder 3 Sätze, so viele Wiederholungen, die wir schaffen. Gerne auch 4 Sätze oder 5 Sätze, wenn ihr stärker seid oder stärker sein wollt. Genau, wir legen los mit der ersten Übung, Klimmzüge. Wir machen es im breiten Griff, ja? Breiter Griff. Ziehen die Schulterblätter hinten zusammen und versuchen uns mit der Brust Richtung Stange zu ziehen. Okay? Macht das Ganze schön kontrolliert. Nicht die Beine hochschwingen, die hängen einfach unten. Okay? Halten uns fest. Na, hier festhalten, Beine hängen lassen. Und dann Brust Richtung Stange. Langsam wieder runter. Schön lang machen. Brust Richtung Stange, langsam wieder runter. Einmal so viele Wiederholungen wie ihr könnt. Kurze Pause. Etwas entspannen, auslockern, nochmal und nochmal, gerne nochmal und nochmal. Da haben wir den Rücken trainiert, nach unten trainiert, jetzt trainieren wir nach oben. Okay? Wir machen dazu, gehen wir in die Liegestützposition, ein bisschen wie dieser herabschauende Hund aus dem Yoga. Okay? Ja, also Liegestützposition hier, Beine sind gestreckt, unser Kopf geht Richtung Boden. Ja, hier und dann hoch. Zack, zack. Drücken wir uns also hier hoch. Ja? Damit trainieren wir unsere vordere Brust, ein bisschen mehr die Schultern, die Trizeps. Genau. So viele Wiederholungen wie ihr könnt. Kurze Pause, nochmal und nochmal und gerne nochmal und nochmal. Okay, dann haben wir den Oberkörper eigentlich schon ziemlich durchtrainiert. Wir machen weiter mit dem Bauch. Ja? Wir hängen uns an unsere Stange dran, hängen hier und heben jetzt die Beine an. Heben die Beine an, oben bis die Beine. Die Stange berühren. Wichtig ist, versucht dabei den Hintern mit hochzubekommen. Ja? Also knickt euch hier ein. Nicht nur die Beine hoch, ja? Sondern versucht die Hüfte mit hochzuheben. Falls euch das zu schwer ist, könnt ihr es auch mit den Knien machen. Und jetzt noch den Hintern hoch. Okay? Das ist ganz wichtig. Hoch, Hintern. Ja? Oder hoch, Beine hoch. Okay? Einmal so viele Wiederholungen wie ihr könnt. Kurze Pause. Nochmal, nochmal. Dann haben wir alles bis hierhin durchtrainiert. Ja? Jetzt kommen die Beine. Wir machen Hockstrecksprünge. Ja? Springen, bis es nicht mehr geht. Wenn es eine Kniegebeuge wird, dann hören wir schon auf. Okay? Springen. Ja? Wir gehen runter und wir springen hoch. Bam. Explosiv. Soft landen. Ja? Wieder runter und explosiv hoch. Bam. Wieder runter. Ich glaube, ich bin zu klein, oder? Ach nein. Ist zu klein. Achtet auf euren Kopf. Ja? Runter und explosiv hoch. Bam. Wieder runter und bam. Wieder runter und bam. Ja, wenn es eine Kniebeuge wird, dann ist es vorbei. Okay, dann kurze Pause. Ein bisschen entspannen. Nochmal das Ganze. Und nochmal. Das war's schon. Dann sind wir durchtrainiert. Ja. Wie gesagt, macht 3 Sätze mindestens pro Übung. Zwischendurch immer 1-2 Minuten Pause. Schreibt euch gerne auf, wie viele habt ihr geschafft. Nächstes Mal ein mehr. Und so werdet ihr immer stärker.